Musikherbst am Wilden Kaiser. Melissa Naschenweng ist hier und ich schaue mal rein, wo sie ist. Melissa, klopf, klopf, klopf. Das sind die. Wer ist da? Knecht Ruprecht? Nein, so weit sind wir noch nicht. Genau. Ja, also heute hier beim Musikherbst. Herbst draußen. Durchgeschwitzt und in Herbstoutfit. Draußen ist es wirklich Herbst, wenn man heute so schaut, aber die Musik macht alles wieder fit. Auf jeden Fall, also vor der Türe ist Herbst, aber da herinnen ist, glaube ich, wieder Frühling. So ist es, genau. Und das natürlich nicht ohne Grund. Auch dein neues Album hat ja morgen sozusagen am 30. September Premiere. Glück heißt es. Ist es gezielt auf den Herbst gefallen oder was war der Grund? Ja, der Grund war, dass ich einfach sonst nie Zeit habe, auf Promotion-Tour zu gehen. Na, Schmäh. Wir haben einfach fleißig gearbeitet und dann haben wir im März gemerkt, wir könnten eventuell im Herbst fertig werden. Und da habe ich gesagt, das ist genau meine Zeit, weil da sitze ich gerne im Auto und das passt. Sehr schön. Ja, wenn du jetzt wirklich so den Herbst mal betrachtest, man hat ja auch schöne Seiten, wenn die Blätter oder die Bäume sich bunt färben. Wie findest du den Herbst? Ist das eine tolle Jahreszeit oder bist du eher der Sommermensch? Nein, ich mag eigentlich jede Jahreszeit. Also ich finde, man freut sich von der einen auf die nächste. Und der Herbst, wenn es schön ist und die Natur sich bunt färbt, ist es zum Wandern vor allem total super. Aber auch den Regen braucht es. Also die Natur braucht einfach alles und die nimmt sich auch das, was sie braucht. Und man soll einfach jeden Tag das Beste draus machen. Und wenn es draußen regnet, kann man ja drinnen Musik hören zum Beispiel. Ganz genau. Zum Beispiel Melissa Naschenweng, ihre neuen Titel. Genau, der CD haben wir ja ein bisschen schon besprochen auf Mallorca. Dein neues Album trägt den Titel Glück. Was bedeutet Glück für dich? Ja, also Glück ist für mich, gesund zu sein, Musik machen zu dürfen, Glück zu teilen, weil das multipliziert sich ja. Und es gibt die Zeile in dem Song Glück, komm, ich schenke dir ein Stück von Glück. Und ich habe mich wirklich dazu entschieden, das Album Glück zu taufen, weil ich einfach glaube, dass es so viele Momente gibt am Tag, wo man glücklich sein kann. Also zum Beispiel, wenn die Kaffeemaschine funktioniert, wenn die Sonne scheint, wenn man eine Freundin trifft oder einen Freund trifft, wenn die Familie da ist, wenn man gesund ist. Ich möchte einfach den Menschen sagen, die kleinen Dinge machen auch glücklich. Also man soll nicht auf das große Glück immer warten und dann das kleine übersehen. Seit Ende September ist die CD Glück erhältlich. Ja, und was für Titel hast du wieder draufgepackt? Wie viel sind's? Es sind 14 Titel drauf, es ist auch ein Weihnachtssong drauf, ein Kinderlied und ganz viele Bergbauern-Songs, aber auch andere Themen, wie zum Beispiel den Besserwisser, den ich speziell für die Menschen aufgenommen habe, mit einem Augenzwinkerer natürlich zu verstehen, die immer vieles besser wissen, aber meistens nicht besser machen. Und ich bin dann immer wieder irgendwo in Diskussionen verwickelt, weil man sich auch für Schlager rechtfertigen muss und ich das gar nicht verstehen kann, weil ich finde, es hat jeder so seine Berechtigung und man sollte einfach Menschen leben lassen, also leben und leben lassen. Dann gibt es die Amelie, das ist ein sehr tiefgründiger Song, einer meiner Lieblingssongs. Da geht es um den Hass im Netz, wo sich Jugendliche teilweise durch das Mobbing das Leben nehmen. Also ganz ein ernstes Thema, aber auch ein Thema, wo ich finde, das angesprochen werden sollte. Ich mache das in musikalischer Form. Amelie, pass auf die. Und ja, ich glaube, absolut mein Favorit ist Kompliment. Ich liebe Kompliment, weil es einfach ja, an alle Menschen da draußen gerichtet ist und ich da auch im Video zeige, dass für mich jeder gleich viel wert ist. Menschen, die tagtäglich den Alltag stemmen, trotz der Zeit, die wir hinter uns haben, auch die Hoffnung nicht verlieren und immer wieder aufstehen und kämpfen. Jetzt natürlich nochmal, im Herbst haben wir ja nochmal was anstehen. Ich weiß nicht, bist du Fußballfan, Fußball-WM? Ja, also wenn es dann soweit ist, bin ich sicherlich Fan. Derweil habe ich noch nichts mitbekommen, aber ich lasse mich dann immer wieder kurzfristig dazu motivieren, dass ich da auch total mitfiebere. Aber eher bin ich ja fürs Skifahren. Skifahren dann. Genau, aber man kann sich's noch gar nicht wirklich vorstellen, jetzt dann im November oder beziehungsweise in der Adventszeit Fußball-WM zuschauen. Sonst hat man es immer im Sommer. Wie gesagt, also man kann alles, wenn man will. Man muss einfach flexibel sein. So ist es, genau. Ja, und Winter, Weihnachtszeit steht ja dann auch mal wieder bevor. Wie gehst du mit der Startzeit um? Immer gleich. Es ist am Anfang sehr stressig, aber dann genieße ich die letzten ein, zwei Wochen zu Hause in meiner verschneiten Heimat. Lass mich dann irgendwie von der Natur
berieseln. Ich liebe den Winter. Also Winter ist eine meiner Favoritenjahreszeiten. Okay. Und wenn wir jetzt schon mal ein bisschen, glaube ich, vorgreifen dürfen auf 2023, stehen einige Tourneen bei dir an. Deutschland, Österreich, Schweiz, gell? Genau, meine erste große Hallentour. Ich habe 10 Jahre jetzt sehr hart gearbeitet und ich freue mich riesig drauf. Und ich lade natürlich auch alle Zuschauer vom Promi-Geflüster ein. Kommt vorbei, mein Bett und ich, wir geben Gas mit euch. Ich denke mal, alle Termine kann man auf deiner Homepage erfahren. Ja, genau. Sag's nochmal schnell. Genau, www.melissa-naschenbeck.at oder natürlich auf Facebook oder Instagram, weil da bin ich mehr aktiv. Also gut. Und glaub, wenn wir schon so weit vorausgreifen dürfen, du bist auf Mallorca natürlich dabei, die Schlagersterne, das wird eine tolle Sache. Und hier, glaube ich, beim Schlagerhubs 23, glaube ich, auch schon wieder. Ja, und da freue ich mich natürlich drauf. Ich freue mich auf wirklich jedes Konzert, weil es war ja in den letzten Jahren nicht immer selbstverständlich, dass man feiern hat dürfen, und umso mehr genieße ich jetzt jedes Konzert. Genau. So, und damit würde ich sagen, wünschen wir dir einen schönen Abend. Feier noch schön. Ich fahre jetzt weiter zu Helene Fischer. So ist es. Und ja, ich sage mal, es sind noch tolle Künstler dabei heute Abend. Wir freuen uns drauf. Alles Gute und viel Glück.